Alhamdulillah. Aus euren Betten und rein in die Uniform. Stubenappell in 2 Minuten. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf. Ja. Buddy, wir haben uns kennengelernt jetzt über Instagram. Stimmt. Podcast, Podcast. Was hat dich dazu bewegt, jetzt hier da zu sein? Ja, ich habe ja den Podcast gesehen von Mover. Mover ist ein Freund von mir. Ja. Und ja, das, was er einfach ausgepackt hat und so, das gefällt mir sehr. Das, ich bin auch selber ein Mensch, ich sage gern meine Meinung und ja, was ich so denke und das alles. Und er ist genau so. Und dass das dann rauskommt bei einem Podcast, das finde ich cool. Und ja, ja. Ja, ein Podcast ist ja auch auf die sozialen Medien und so. Genau. Und wird gepostet und fleißig geteilt. Mhm. Und ja, daher finde ich den Podcast super, weil es geht auch um Ehrlichkeit und Auspacken und was auch immer. Und das, damit kann ich mich selbst identifizieren und dafür habe ich mich interessiert. Ja, ja. Was mir ganz besonders gefallen hat bei dir, du bist jetzt auch nicht irgendjemand. Du hast ja auch schon eine Leistung gebracht, Boxer. Ja. Wie viele Kämpfe? Ungefähr 200 Kämpfe. Ungefähr 200 Kämpfe. Ja. Titel? Titel habe ich, ich bin 8-mal dänischer Meister geworden. Okay. Und 1-mal skandinavischer Meister. Okay. Und hat 2 oder 3 Titel im Profi-Boxen auch erreicht. Mhm. Und ja, war eigentlich überall in der Welt. USA, England, mhm. Australien und so und hat Titelkämpfe auch dort gehabt. Ja. Nicht alles gewonnen. Es ist immer schwer im Ausland. Da ja. Du wirst im Ausland bestellt, um zu verlieren. Ist einfach so. Ja. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Ja. Und ich glaube, von den 36 oder 37 Profikämpfe, was ich habe, habe ich vielleicht die 10 als Zuhause-Kämpfer gehabt. Mhm. Mhm. Und trotzdem ist meine Bilanz eh ganz okay. Ja. Von, ich glaube, 31 Siege, 6 Niederlagen. Oder, sehr stabil. Ja, das ja. Was mir gefallen hat bei dir, du hast mich angeschrieben, hast gefragt, hey, wie schaut's aus? Lust auf Podcast, Podcast. Du hast überhaupt keine gewisse Arroganz, so wie sie manche haben. Ja? Ich schreibe manche Leute an, hey, wie schaut's aus? Lust auf Podcast. Ja. Ja, irgendwann einmal, weißt du, oder kommt gar keine Antwort zurück, oder ja, kommt vielleicht, ja, mach mal. So diese, dass auch eine gewisse Sympathie muss auch vorhanden sein. Ja. Ja. Und wie es halt im Leben ist, als Kämpfer kann man sich nicht mit jedem Kämpfer sympathisieren, obwohl man sich auf Instagram folgt. Das stimmt auch, ja. 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 da sieht man, diese virtuelle Welt ist anders als die Realität. Ja. Ja. Aber immer an das Gute denken und hoffen. Ja. Ja. Ja, es gibt vieles zu erzählen über die Boxer-Community. Was hältst du davon generell in Österreich, Europa? Ja, also Boxen in sich ist ja eigentlich ein Sport, wo du alleine gestellt bist. Du gehst alleine im Ring, keiner kämpft für dich, du steckst selber ein und du gibst selber Schläge her. Also das ist ein, wie heißt das, ein Ego, egoistischen Welt mhm. als Boxer. Du musst ein Ego haben und viele Leute, die verwechseln das aber damit, dass ich bin egoistisch, ich muss auch arrogant sein. Ja. So spielt das Leben nicht. Ja. Es gibt auch ein Leben außerhalb den Quadrat. Und ich finde, wenn du mit beide Beine am Boden stehst, dann bist du viel, viel besser dran ja. in das reelle Leben. Mhm. Statt du herum tust, als bist du der größte Star und ja. arrogant sind ja. und so weiter. Also erstens kriegst du keine Freunde, wenn du so arrogant sind und wenn du so egoistisch bist, kriegst du auch keine Sponsoren und so weiter. Ja. Du musst einen Balancegang finden. Im MMA-Sport gibt es mehr Möchtegern-Stars als im Boxen, so viel kann ich da verraten. Ja? Das glaube ich dir, ja. Wenn ich mal die momentane MMA-Szene anschaue, wo Leute auftrumpfen mit ein paar Kämpfen und ja, sie werden angeprangert als die Supertalente, die kommenden UFC-Stars, blibla, blu, der ganze Schmafu, habe ich manchmal Lust, mir den Finger in den Hals zu stecken und einfach zu kotzen. Ja, das ja. gab es zu unserer Zeit nicht. Damals musste man wirklich Leistung abliefern. Heute reicht es, wenn du YouTuber bist und stimmt. Ja,
ein paar Kämpfe gewonnen hast, ne? Ja. Und die richtigen Connections hast. Genau. Beim Boxen ist das nicht so, habe ich den Eindruck. Das stimmt auch, ja. Ja. Also natürlich musst du dich auch verkaufen als Boxer. Aber wie du selber sagst, der MMA-Welt, das ist für mich von draußen zu sehen viel schlimmer. Ja. Also Boxen, da, wie gesagt, du musst dich auch selber verkaufen. Also in Boxen, dass die Leute in die Halle kommen und so. Du musst eine Leistung bringen und du musst dich auch connecten mit der Community, mit Sponsoren und so weiter. Also du, wie gesagt, du musst dich verkaufen. Und ja, weil dein Gehalt wird bezahlt durch die Karten, mhm, was verkauft wird, mhm, oder Fernsehverträge oder was, mhm, auch immer. Aber jetzt ist Österreich nicht so groß, dass es gibt große Fernsehverträge, die alle Veranstaltungen zahlen kann. Ja. So, in Ausland ist es anders. Da geht es anders ab als hier. So, das ist ein riesiger Kontrast. So, das ist, reden wir von Österreich oder von generell? Das ist so die Frage. Ja. In Österreich, da musst du viel mehr Leistung bringen, um 10 Euro zu verdienen, als im, mhm, Ausland. Mhm. Glaubst du, dass es schon wichtig ist, dass man generell auch auf sozialen Netzwerken sehr aktiv ist, bekannt ist, um generell auch als Kämpfer gefragt zu sein? In Österreich ja. Ja. In Dänemark zum Beispiel, da wirst du bekannt durch die Medien, mhm, und den Manager, der muss dich promovieren, also der muss dich promoten und sorgt dafür, dass du kommst in die Medien und so, und das hast du da alles hier nicht. Mhm. Da musst du alles selber machen. Mhm. Und ja, das kann man dann sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ja. Manche Leute, die kann das nicht selber, wie sagt man, die kann das nicht selber kontrollieren. Die verkauft, mhm, sich selber für dumm. Ja. Und ja, ja, ist leider so. Ich glaube, Österreich ist da medienmäßig weit, weit hinten. Ja, was Sport betrifft, ja. Ja. Das stimmt. Gibt es halt Fußball und Skifahren und, genau, ab und zu gibt es dann den Markus Nader. Wieder, genau, mal beim Sport Plus und ja, da war es dann wieder. Ne? Genau. Ist also alles auch so ein bisschen eine Freundelwirtschaft, das Ganze. Ja, das, ja, stimmt. Das, ja, stimmt. Ja. Man, also die Leute, die ganz oben sind in Österreich, also die sind entweder privat befreundet mit den Leuten von den Medien und so, dann ist es sehr klar, wer bevorzugt wird und so. Mhm. Das ist sehr klar, ja. Mhm. Ich gehe immer von mir selber aus. Um ein guter und aktiver, oder sagen wir so, um ein guter Kämpfer zu sein, das zeichnet dich aus mit 30, 35. Da fragt man immer, warum. Weil ich sage, mit 30, 35 hast du schon eine gewisse Lebenserfahrung und hast du schon Hürden überwunden, die was dann zeigen, ob du tatsächlich ein Kämpfer bist oder nicht. Was sagst du zu dieser Meinung? Ich gebe dir teilweise recht, ja. Ja? Es ist so, auch wenn du jünger bist, bist du hungriger. Mhm. Zum Beispiel, ich bin jetzt 36 und ich habe nicht denselben Hunger für Boxen, mhm, als ich hätte vor 10 Jahren. Mhm. Zum Beispiel. Ich würde auch sagen, ich war besser vor 10 Jahren als jetzt. Aber du hast recht, damit du hast eine Lebenserfahrung und so, da kannst du besser die Hürden überstehen. Ja. Zum Beispiel wirst du verletzt oder krankheitsbedingt, dass du ausfallen musst von Boxen und so. Mhm. Das überstehst du besser, das älter du bist, als wenn du stehst mit 18 oder 19, dann ist, ja, das vermutlich Karriereende, wenn du eine große Verletzung hast. Francis Ngannou trainiert jetzt bei Mike Tyson. Ja, du musst lachen. Ja, ja, nee, sehr cool. Okay, ja. Er kämpft gegen den Gypsy King. Ja. Was sagst du, deine Prognose? Na, das wird ein leichter Kampf für den Gypsy. Glaubst du wirklich? Ja, sicher. Ich glaube nicht, da geht er in der 6., 7. Runde, glaube, ja, ich nicht. Sollte das nicht. Okay. Ja. Also, ich weiß nicht, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Francis Ngannou, das ist so ein Betonhammer und Holzschädel. Ist er, ja. Ist er, ja. Aber ich glaube, er ist auf tiefes Wasser. Mhm. Glaube ich schon. Ja. Mhm. Das wird spannend. Verfolgst du das ein bisschen? Oder? Nein, natürlich. Ich folge, ja, alles, was in Boxen sich so bewegt. Ja, sehr geil. Auch ob es YouTuber ist oder was auch immer. Ich finde es trotzdem interessant, weil ich muss auch ehrlich sagen, die YouTubers und so weiter, die können sich besser verkaufen als die richtigen Boxers. Und das stimmt. Ja, ich finde es irgendwie leibern. Mhm. So. Mhm. Ich habe nichts dagegen. Also die gehen auch im Ring, so wie wir. Die steckt ein und da, dafür muss man Respekt haben. Ja, genau. Vor allem die Trainingsleistung mal abzuliefern da. Ja, genau. Den medialen Druck auch im Hintergrund. Genau. Die Leute, die glauben, es ist einfach nur im Ring so gehen. Ja. Schläge verteilen, Schläge einzustecken. Ist es ja aber nicht. Das 90%
dahinter ist ja in die Kulissen gemacht. Also Training, Abnehmen, Ernährung, alles. Man sieht ja das alles nicht im Hintergrund, was da wirklich abläuft. Eben, weil zum Beispiel, wie wir vorher gesprochen haben, in Österreich ist alles anderes. Mhm. In Ausland ist zum Beispiel Dänemark, ich muss immer vergleichen mit Dänemark, aber da ist alles mehr Transparenz. Weißt weil du, du bist nämlich aus Dänemark. Genau, genau. Der stolze Däne. Ja, aber nein, der, in Dänemark zum Beispiel, da wirst du verfolgt von den Medien, also die schreiben über dich, wenn du einen Fehler machst oder wenn du hilft eine alte Dame über den Fußgängerfeld, steht das in den Medien. Also das ist schön anders. Du wirst da verfolgt eigentlich. Okay. Und in Österreich ist das ja nicht so. Das ist ganz anders. In Österreich ist interessiert eigentlich. Da musst du fast selber die Medien kontaktieren, dass du überhaupt eine Seile im heute.at kriegst. Ja, ist ja alles politisch vernetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Stimmt. Jetzt sind wir da bei diesem Francis Ngannou gewesen, MMA-Superstar, Champion, alles Mögliche, der hat auch schon sehr, sehr viel erreicht, auch von Verletzungen geplagt. Jetzt ist es so, MMA-Kämpfer gegen Boxer. Ne? Ja. So wie damals Conor McGregor gegen Mayweather. Das war ja so eine Sache, wo man gesagt hat, dieser Kampf wird nicht länger dauern als 2 Runden. Ja. Jetzt hat der aber länger gedauert. Genau. Ne? Und man hat sich dann aber schon gewundert, warum? Ja. Ist das so, glaubst du? Meine persönliche Meinung, ich sag's dir, ich glaube, das war einfach eine Show. Der Mayweather hat sich da einfach gespielt. Also ich dachte, du kleiner Rotzbur, spiele da halt mit, dass die Zuschauer auch zahlen. Ne? Ja, ich glaube auch, dass er könnte das viel früher ausgemacht haben, also K.O. machen, glaube ich auch. Aber wie gesagt, es war so viel Geld in diesem Kampf gesteckt. Ich weiß nicht, was die verdient haben. Ich weiß nicht mehr, aber das war viele Millionen. Ja. Und ja, da muss die Leute was zurückhaben. Mhm. Ist klar, wenn der nur eine Minute dauert, dann wird die ganze Halle pfeifen. Ist jeder so. Ja. Und er hat ja Mayweather zum Beispiel, er hat ja eben mehrere Showkämpfe danach gehabt, in Japan und so weiter. Aber da ist das Volk ist auch anders. Ja. Die Japaner dort, die wollen ihn sehen, obwohl er kämpft gegen einen Japaner. Ja, genau. Da ist es wurscht, ob es geht 30 Sekunden oder eine halbe Stunde. Genau so ist es. Ja. Jetzt ist er Sparta am 7. Oktober und in der Wiener Stadthalle mit 16.000 Zuschauern ist geplant, unglaublich. Im Vorfeld bei Sparta 2 gab es jetzt auch schon so Influencer-Kämpfe. Jetzt gibt es bei Sparta 3 wieder so Influencer-Kämpfe. Enzo, ich habe von diesem Enzo mein ganzes Leben lang noch nie was gehört, außer bei diesem Interview jetzt. Macht aber ein sehr gutes Bild, einen sehr guten Eindruck auf mich. Ja. Beton kämpft auch wieder. Ja. Sufjan und noch irgend so ein... Ich kenne die Leute alle nicht, ich sag's dir ganz ehrlich. Aber dass man ein Event... Und das wird ja immer populärer, auf Influencer aufbaut, ist ja doch irgendwie so ein bisschen eine Demütigung für Profikämpfer, oder? Würde ich auch sagen, ja. Irgendwie die richtige Kämpfer, die das ganzes Leben lang gemacht haben, steht da im Schatten. Stehen da absolut im Schatten und irgendwie wird da so eine Influencer-Welt erschaffen jetzt im Kampfsport, wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang hart trainiert und gekämpft, Titel für Titel, Sieg, Kampf, Niederlage. Jetzt kommen da ein paar so mit 100.000 Abonnenten oder vielleicht auch mehr, werden plötzlich zu Profisportlern und machen große Klappe bei Pressekonferenz, wo ich mir denke, ihr habt überhaupt keine Ahnung. Nee, aber das verkauft. Das verkauft. Ja, leider. Das verkauft sich. Ja, leider ist es so geworden, ja. Weil früher, ich erinnere mich selber, wo ich 20 war, 20 Jahre alt, also da bist du ein Mann. Also, aber die 20-Jährigen heute, die sind noch nicht so weit wie wir damals, würde ich sagen. Und die leben in einer anderen Welt, in einer virtuellen Welt irgendwie. Das ist meine Meinung. Man kann das auch anders formulieren, Sieger, aber so im Großen und Ganzen ist die heutige Welt ganz anders als damals, wo wir jung waren. Ja. Und heutzutage, da verkaufst du dich anders. Da machst du das durch die Medien, YouTube,
Influenza, das alles. Ja. Und das ist das, was die Leute heute sehen will. Ja. Und daher werden die schneller bekannt und es kommen die Zuschauer in die Hallen, obwohl wir als richtige Kämpfer nicht mal die Leute kennst. Und wir kriegen wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte Gage, was die bekommen. Auf alle Fälle nicht. Ja, eigentlich nehmen die uns unser Brot weg. Genau, so ist es. So ist es. Da frage ich mich dann, für was soll ich als Jugendlicher eine Kampfsportkarriere anstreben, wenn da irgend so ein vollgefressener Influencer plötzlich zum Superstar im Kampfsport wird, der bekommt, sagen wir, 10.000 Euro, ich bekomme 1.000 Euro. Habe aber mein ganzes Leben lang kämpft. Ja. Nein, es ist irgendwie nicht fair. Ich habe auch viele Freunde oder Arbeitskollegen und so weiter, die fragen mich auch, ich würde auch gern boxen und so weiter. Und mein erster Rat, es ist einfach, lass es. Ja. Weil, was willst du damit? Ja, ich will Geld verdienen. Ich hätte einen Rat für so einen. Kauf dir 500.000 Abonnenten, kauf dir permanent Likes auf deine Bilder und Kommentare, so wie es der Großteil macht. Und dann, alhamdulillah, hast du 10.000 Euro auf einen Schlag. Ob du die Halle dann füllst, ist eine andere Frage. Ne? Genau. Ja? So ist das. Sehr, sehr heikles Thema auf alle Fälle. Es ist interessant, aber wie du sagst, heikel ist es ja. Ich glaube, das muss man irgendwo ansprechen, weil mich kotzt das mittlerweile schon so dermaßen an. Das ist so mein eigenes Ego, ist da irgendwie, nicht Ego, sondern ja doch. Ich habe mein ganzes Leben lang hart trainiert und plötzlich kommen da welche, die haben von Sport doch überhaupt keine Ahnung. Nee, hat 3 Wochen trainiert und kriegst mehr als du. Genau, trainiert 3 Wochen, sagt, ich habe die härteste Vorbereitung in meinem Leben. Was für eine Vorbereitung? Du hast doch überhaupt keine Ahnung von Vorbereiten. Ja. Geh mal in den Käfig rein und dann machst du mal 5x5 Minuten und jede Minute kriegst du einen neuen Gegner. Das ist eine Vorbereitung. Das stimmt. Dass du jede Runde kotzen musst, dass du nicht mehr weißt, wie du stehen, schauen oder atmen sollst. Voll. Und nicht da einen mit Sonnenbrille, mit schön gestylt und noch Ansage machen. Normal müsstest du reingehen und ihm in den Vorschlaghammer einen auf den Schädel geben. Ja. Das stimmt. Was mich auch richtig Hass macht, das ist diesem Hass zwitschen zwei Leute. Genau, dieser künstliche Hass. Genau, aber. Weil die hassen sich in der Vorbereitung. Jetzt gibt es auch diese KSI gegen, wie heißt der, Logan Paul. Ja, die genau. Hassen sich und der, nein, das ist Dylan Davis, so ist der Dylan Davis gegen Logan Paul. Der Dylan, er postet immer Fotos von Paul, seiner Frau, dass sie mit dem und dem geschlafen hat und die Hälfte der Fotos ist von Photoshop und so weiter. Also die hassen sich extrem. Mhm. Aber nach dem Kampf werden die sich küssen und sagen, die respektieren sich. Bist du der Mann? Ist logisch. Es ist auch so, jeder große Profi-Boxkampf ist immer so, die reden groß, um Karten zu verkaufen. Aber ganz ehrlich, wenn ich dein Gegner bin, und du postest Foto von meiner Frau, auch wenn es Fotomontagen sind. Ich garantiere dir, ich werde dich zu Hause besuchen. Ich hau dir deine Zähne aus dem Kopf. Ja, so ist das. Hundertprozentig. Ja, jetzt frage ich mich, ist das alles Show? Oder sind die wirklich so dämlich, dass sie ihre Seele und ihren Stolz verkaufen für diesen dämlichen Kampf? Wie du sagst, du würdest den Typ zu Hause besuchen. Das ich besuche dich. Ich habe sogar gestern das Video geschaut, da sitzen die beim selben Tisch und sitzen und lachen gegenüber einander. Und lachen sogar. Was wird sich die Frau denken jetzt? Also wenn ich im Nachhinein würde ich mich schämen, wenn ich ein Teil davon wäre. Na, hundertprozentig. Ja, weil. Stell dir vor, ich mache jetzt ein Posting über deine Frau. Ich als dein Gegner. Eben. Dann wirst du ruhig zu Hause sitzen bleiben, ne? Also du wirst kochen, du wirst Wasser kochen. Ist so. Du wirst Wasser kochen, du wirst kommen. Da wird heute kein Podcast geben. Da klopfe ich an, aber nicht als Freund oder ich komme gleich mit der Tür. So ist das. Ja? Und das ist halt diese Richtung, was mir nicht gefällt bei diesen Influencern. Dieser aufgepuschte Hass, um Tickets zu verkaufen. Mhm. Ein Kämpfer hat Respekt zu haben, einen Anstand zu haben. Der muss wissen, wie er sich zu benehmen hat. Du bist gar nichts. Du bist nur ein Kämpfer. Du hast dich zu benehmen, du hast Respekt zu zeigen, deinen Gegner, dem Veranstalter und der Community. Ich verstehe es nicht. Ja, man muss das auch nicht verstehen, aber jeder Mensch ist anders und ich respektiere auch selber jeder andere Mensch, aber man muss nicht alles verstehen. Ja.
wie du selber sagst. Ja, aber die Kampfsportszene ist ja doch auch ein Vorbild für die jungen Leute. Sollte es so sein, Sollte es so sein. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht mehr vielleicht. Früher schon, wo man immer um 3-4 Uhr in der Nacht aufgestanden sind, um Mike Tyson zu sehen im Fernseher. Das war Zeiten. Ja. Magst du ja nicht mehr. Heute stehst du auf, um nichts zu sehen. Ja, und schau dir zwei YouTuber an. Ja, die was keine Ahnung haben vom Boxen, ja. Oder eben. Sich Kämpfe kaufen, so wie dieser Logan Paul oder wie der heißt, dieser Hampelmann. Ja. Ja. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Vorbei, Karriere? Oder denkst du, da geht noch was? Werd auch Influencer-Boxer? Nein, Influencer-Boxer werde ich nicht. Aber ich habe ja 26 Jahre geboxt und ich neigt eh schön dem Ende. Ja. Ich habe eh schön zwei Karriere-Stopp hinter mir, eigentlich, weil ich krankheitsbedingt aufhören müsste. Okay, und warum? Ja, ich habe Krebs gehabt in 2019. Okay. Und dann habe ich dann doch beschlossen, dass ich wollte noch unbedingt noch einmal im Ring. Habe ich dann 5 Monate lang Vorbereitung gehabt und bin dann in die USA, in Los Angeles, im Ring gestiegen. Und bricht dann den Kiefer, einen doppelten Kieferbruch. Oh. Und das war dann schön zwei ziemlich große Rückschläge nach dem anderen. Mm. Und da habe ich dann wieder 1 oder 1,5 Jahre Pause gehabt, wollte eigentlich aufhören. Aber ich könnte das nicht lassen. Boxen war ja mein Leben. Ich habe dafür gekämpft, seit ich 10 Jahre alt war. Ja. Und ja, dann habe ich mich wieder zurückgekämpft. Und wieder Comeback gemacht in Deutschland und so und gewonnen und ist alles gut gegangen. Und ja, dann bin ich einfach dran geblieben. Mhm. Und habe aber auch ein paar Mal gewechselt in Österreich, also Vereine oder Promotion und so in Österreich. Mhm. Und ja, jetzt bin ich, wo ich bin. Und ich denke eh nicht, ich werde nicht mehr lange boxen, weil der Hunger ist nicht so wie vor 6, 7, 8 Jahren her. Mhm. Ist es nicht mehr. Ich sehe den Ende schön. Mhm. Du sprichst den Hunger an. Viele Leute verstehen nicht, was man meint darunter. Ich glaube, das hat auch, so wie du gesagt hast vorher, Kampfvorbereitung, auch der psychische Druck. Ja. Wenn du dann in der Kabine bist, du wirst dann bandagiert, es wird alles vorbereitet, du weißt jetzt, jetzt kommt die nächste Schlacht, das ist ja auch eine psychische Belastung. Ja, sicher. Ja, und irgendwann ist natürlich diese psychische Belastung an ihr Limit gekommen. Und dann verschwindet dieser Heißhunger. Das ist bei mir zumindest so. Aber du hast vollkommen recht. Ja. Ist so. Also ich erinnere mich von, wo ich ganz jung war, war ich anders nervös als jetzt. Ja. Damals habe ich für meine Bilanz gekämpft, dass ich immer ein Null auf meine Bilanz hätte. Mhm. Aber nach der ersten Niederlage kannst du ja nicht dafür kämpfen. Dann wird deine Nervosität anders. Da willst du nur, dass es dir nichts passiert. Dann kriegst du noch Niederlagen dazu. Dann wirst du alt im Boxsport und siehst eh schön den Ende. Dann freust du dich nur, dass du noch kann. Ja. Und das ist dann genau an dem Punkt, wo es eigentlich gefährlich wird. Genau so ist es. Weil du willst ja, ich will das auch, wenn ich 70 bin, will ich auch weiter kämpfen. Aber das kann man ja nicht. Ja. Und mit 70 ist das schön gefährlich. Ja. Ich würde auch sagen, jetzt wird es auch gefährlich für mich, weil ich habe 26 Jahre geboxt. Mhm. Und irgendwann mal kann man nicht so gut die Schläge mehr annehmen. Ja, genau so ist es. Meine Frau ist im Pflegeheim tätig, ja. Als Pflegerin. Da ist auch ein alter Mann, ehemaliger Boxer, war früher ein Tier, ein Bulle, heute Birne weich. Ja, traurig. Ja, und man sieht, glaube ich, das beste Beispiel war damals Mohammed Ali mit Parkinson. Er hat halt seine Krankheit damit bestätigt. Er selbst hat gesagt, ich war so dumm und habe geglaubt, ich bin der Größte. Als ich sagte, I am the greatest. Mhm. Aber Allah, sagt er, hat mich eines Besseren belehrt und hat mich mit dieser Krankheit bestraft. Mit Parkinson, damit mir bewusst wird, dass ich nicht der Größte bin. Und heute bin ich dankbar für diese Krankheit, weil sie hat mir gelernt, am Boden zu bleiben. Das ist auch wichtig. Ja. Es ist sehr wichtig, ja. Sehr wichtig. Und das war Mohammed Ali. Ja. Unglaublich eigentlich, ne? Stimmt. Und letztens war ich im Krankenhaus,
wieder mal durchchecken lassen und habe ich auch einen Arzt getroffen. Und der kennt mich vom Kämpfen und sagt, na, schon lange nichts mehr gehört von dir, nichts mehr gesehen, bist eh schon fertig mit Kämpfen. Jetzt sage ich, na, jetzt geht es erst richtig los mit Boxen. Sagt er, du hast überhaupt keine Ahnung, was du deinem Gehirn antust. Sagt er, vielleicht spürst du es jetzt noch nicht. Aber später. Aber später, warte ab 50, 60. Und sage ich ihm, na, ich habe jetzt auch schon manchmal Probleme, mir Dinge zu merken. Ich auch, ja. Du auch? Ja, schön. Ja? So, das ist der Kurzgedächtnis. Jetzt ist es noch immer lustig, ah, jetzt habe ich das vergessen. Wie kann ich das vergessen? Es ist 2 Minuten her. Aber das hat schon eher angefangen. Also nicht, dass es extrem ist, aber... Man merkt es. Man merkt, es ist Kleinigkeiten. Ja. Aber das habe ich schon lange gehabt eigentlich. Ich bin eh ein vergesslicher Typ. Das kann man eh nichts dazu sagen. Mhm. Aber ob das von Boxen abhängt oder nicht, kann ich nichts sagen. Aber ich würde auch sagen, also die Schläge ins Kopf macht es eh nicht besser. Macht es nicht besser, auf keinen Fall. Darum haue ich den Gegner gern auf den Körper. Ich verschone ihn auf den Kopf. Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn es nur zum Körper möglich wäre, dann würde ich sicher auch länger kämpfen. Ja. Wie schaut es aus, deine Vorbereitung? Oder wie war so deine Vorbereitung? Wie lange hat die gedauert? Auf was hast du geachtet? Für Leute, die was mit dem Boxsport zu tun haben, dass du denen vielleicht so ein paar Tipps mitgeben könntest? Ja, das kommt ja wieder drauf an. Also, wer ist dein Gegner? Wie lange ist die Distanz? Ist es um Titel, weil um einen Titel ist oder nicht, hat ein großes, es gibt ein großes Unterschied. Es ist ganz anderer Nerven, was am Spiel sind und so. Mhm. Aber es, wie gesagt, es kommt auf die Distanz an. Ich habe mich immer 8 bis 12 Wochen vorbereitet. Mhm. Früher für 2-3 Mal am Tag trainiert, wo ich davon gelebt habe. Mhm. Das tue ich nicht mehr. Jetzt lebe ich in Österreich und verdiene kaum Geld, dadurch muss ich im Ausland mein Geld verdienen. Mhm. Aber so gut wie es geht in Österreich, 1 bis 2 Mal am Tag trainieren und fleißig und auch auf dem Diät schauen. Ja. Weil ich habe selber den Fehler gemacht, in meinem vorletzten Kampf bin ich selber K.O. gegangen, habe 14 Kilo abgenommen in 10 Tagen. Oh, das ist zu viel. Ja, und sogar am Tag der Abwaage habe ich die letzte 6,8 Kilo abgenommen in 4 Stunden. Oh, das ist ja dumm. Es ist dumm, ja. Aber früher könnte mein Körper das aushalten und das war mir lieber, statt 10 oder 12 Wochen in Vorbereitung mich quälen, weil ich bin ein Mensch, ich trinke gerne einen Cola, ich esse gerne eine Packung Chips, wenn ich Lust habe, ich lebe mein Leben. Ja. Und ja, das kann ich nicht, wenn ich auf Diät 10, 12 Wochen sind, dann wird es mir fehlen und ich werde nicht klar denken und so weiter. Ich werde genervt. Wenn ich genervt bin, kann ich nicht gut trainieren. So, ich habe es immer am Ende gemacht, dass es mir nur schlecht geht für ein paar Tage. Mhm. Und daran habe ich mich gewohnt damals. Das kann ich aber nicht mehr. Diesen Fehler habe ich in meinem vorletzten Kampf gemacht. Ich denke mir, ja, es ist so wie früher. Ich fühle mich gut im Training und so. Ich mag das Gleiche. Ja. Aber der Körper wird eh älter und reagiert anders. Ja, genau. So sowas vermeiden sollte man auf alle Fälle. Wie war so dein Trainingstag? Wann hat so dein Training begonnen in der Früh? Also früher, wo ich davon gelebt habe, da bin ich, also ich habe durchgeschlafen und bin entweder laufen gegangen oder in ein Kraftstudio. Mhm. Und 1 bis 2 Stunden damit verbracht und zum Mittag technisches Training oder Sparring und dann am Abend technisches Training oder Sparring oder umgekehrt. Ja. Mhm. So, das war so 2 bis 3 Mal am Tag trainieren. Und dann wieder den Tag danach. Ja, ja. Und da hast du nicht so viel Zeit für Freunde und so. Genau. Und es ist ja so, wenn während deiner Freunde arbeitet, trainierst du. Wenn die frei hat, hast du noch ein Training vor dir. Ja. Du musst aber auch du musst kochen, du musst auch essen und die vorbereiten auf das nächste Training. Genau. Da vergeht das Zeit. Da bist du ganz alleine irgendwie gestellt und von das her, glaube ich, da wird der Ego aufgebaut. Mhm. Also du bist alleine gestellt. Ja, daher. Ich sage immer, der Weg eines erfolgreichen Kämpfers ist ein einsamer Weg. Ja, das sage ich auch meinen Schülern immer. Sage ich, ihr müsst euch bewusst werden, wenn ihr wirklich erfolgreich werden wollt, dann lasst die Freunde weg,
die was am Bahnhof rumlungern oder in den Club gehen oder nicht dasselbe teilen wie ihr. Wenn die nicht genauso wie ihr zwei, dreimal am Tag ins Training gehen, dann habt ihr mit denen nichts, nicht zum Abhängen, wenn ihr Profi werden wollt. Ja, ganz einfach. So ja, du das. Musst die Freunde um dich haben, die wer dich auch besser sehen will. Ja. Und die, der dich motiviert. Wenn du einen Tag keine Lust hast auf Training und du sagst, ah, gib mir was, lieber was essen. Und der Freund, der dann sagt, nein, du musst trainieren, dann können wir danach essen gehen. Das ist ein richtiger Freund. Ja. Und der, das ist ein Freund, der dich auch begleitet, also für die Weltspitze. Mhm. Hast du sonst vielleicht eine Message an die Leute, an die Jungs, an die Jugend von heute? Ich weiß nicht, was das sein soll, aber... Irgendeine Nachricht vielleicht? Oder? Na, ich hoffe nur, dass jeder bleibt gesund und dass die kämpft für die Träume, was jeder dann hat. Und ja, die soll immer beide Beine am Boden halten, weil, wie wir besprochen haben, diese YouTuber-Welt und so weiter, das gibt einen falschen Eindruck. Ja, absolut. Ich bin da auch ganz bei dir. Ich taug das überhaupt nicht. Finger weg von diesen Leuten. Das sind keine Vorbilder in gar keiner Art und Weise. Und auch was ganz wichtig ist, dass die Leute, die eigentlich da sind für dich, zum Beispiel, es könnte Frau, Freundin, Familie und die richtigen Freunde sein, die darf man nie vergessen. Mhm. Die muss dabei sein und die muss auch wichtig sein, wenn du mal in der Spitze stehst. Dann darfst du die nicht vergessen, weil die hat dich den ganzen Weg begleitet. Mhm. Und das ist zum Beispiel für mich ist das wichtig, dass ich habe meine Frau zur Unterstützung zu Hause. Ja. Ohne den, dann würde ich nicht da sein, wo ich jetzt bin. Mhm. Ist einfach so. Ist, glaube ich, bei den meisten so. Sicher ist das so. Wie denkst denn du eigentlich? Ich bin jetzt 41. Ich bin kurz vor meinem nächsten Kampf und Entschuldigung, ich habe jetzt begonnen damit, natürlich Vorbereitung, aber dieses Mal mache ich es anders als sonst. Ich fokussiere mich jetzt nicht mehr nur noch auf diesen Kampf, dass ich sage, ja okay, ich gehe jetzt am Tag zwei, dreimal trainieren, sondern ich gehe am Tag maximal zweimal trainieren, auch nicht jeden Tag, habe aber genug Freizeit, um mich auf andere Dinge auch zu konzentrieren, wie unternehme Dinge mit meiner Frau. Ich besuche Freunde, schlafe bei denen dort über Nacht. Wir haben Spaß, wir machen Projekte, verwirklichen uns, sodass ich trotzdem auch abgelenkt bin und nicht mehr nur diesen Kämpfen. Da wirst du schon fast bekloppt. Ja. Das hat mich ja teilweise schon so aus der Fassung gebracht, dass ich ja schon gar nicht mehr gewusst habe, was nebenbei läuft. Ne? Was sagst du zu dem? So, ich muss ehrlich sagen, so ist es genau bei mir auch. Mhm. Ich denke auch nicht nur kämpfen, weil das älter du im Kampfsport wirst, das näher kommst du der Teil nach dem Kampfsport. Ja. Das ist auch eine Vorbereitung in Sieg. Du musst vorbereitet sein auf das normale Leben. Und ja, ich finde das auch wichtig, dass du bezüglich Training maximal bis zweimal am Tag trainierst, aber dafür richtig. Ja, genau. Aber früher richtig könntest du dreimal am Tag trainieren. Ja, und ohne Probleme. Ohne Probleme, das können wir jetzt nicht. Heute keine Chance. Na eben, wir sind älter geworden. Der Körper haltet das nicht mehr aus. Ja. Du musst die richtigen Dinge machen, du musst dich richtig ernähren. Ja. Das heute spielt das für uns zum Beispiel eine größere Rolle, was wir machen. Und dafür ist es wichtig, dass wir alles richtig machen. Ja, ich glaube, dass wir, oder generell, wenn man in einem gewissen Alter ist, dass dann nicht mehr der physische Faktor die Hauptrolle spielt, sondern eher mehr der psychische. Mhm. Weil wir sind ausgelutscht und ausgebrannt. Fast. Ne? Ja, also der psychische Druck. Wir wollen uns diesen Druck gar nicht mehr stellen, weil wir sagen, für was denn? Ja. Ich bringe meine Leistung sowieso. Jeder weiß, wenn ich kämpfe, und das wird auch bei dir so sein, das ist immer eine Schlacht. Ja. Ja? Einfach schauen, technisch auf einem guten Niveau, konditionell auf einem Top-Niveau, Ernährung passt, naja, dann kannst du dich ja eh um die anderen Sachen auch kümmern. Genau, weil das Kämpfen wird irgendwann mal eine Normalität. Genau, jetzt hast du das auf den Punkt getroffen. Es ist Normalität für uns geworden. Ja, ja? Ja, so würde ich das sagen, auf alle Fälle. Aber wie du sagst,
den Druck ist nicht, das ist anders jetzt, als was das war früher. Mhm. Ich zum Beispiel, ich bin auch nicht mal mehr nervös, wenn ich im Ring gehe. Ja. Ich war beim letzten Kampf, vor 3 Wochen her, war ich eh nervös, weil ich habe vor kurzem, im März habe ich mein Bizepssehne gerissen, komplett. Okay. Und die haben gesagt, ich darf erst nächstes Jahr in April weiterkämpfen. Und ich habe schön in August geboxt. Mhm. Ist ein bisschen früh, aber da war ich nervös, nur wegen dem Arm. Ja. Ich bin ja nicht mehr nervös, dass ich im Ring gehe. Ich weiß ja, was da vor sich geht. Ich weiß, da werde ich einstecken und ich werde Schläge verteilen. Mhm. Das weiß man ja nach so vielen Jahren. Mhm. Und wie gesagt, dann wird das Normalität. Mhm. Genau. Ich bin gespannt, ob man von dir noch was hört. Du weißt bist du mir sicher einiges. Ja, ich habe eh vor, noch einmal zu kämpfen im Dezember, wenn alles gut geht. Und ich hab eh schön mit der NADO gesprochen. Ja. Ob da vielleicht eine Möglichkeit wäre, seinen Abschiedskampf gegen ihn zu kämpfen, und da war er eh interessiert. Gegen den Markus Nader? Ja, genau. Na, ja. Das wäre eine Hausnummer. Da würde ich sogar vorbeikommen. Ja, das wäre sicher leibender Kampf. Ich glaube, wir werden gut zueinander stehen. Ja. Und mal schauen. Ja. Aber ich habe auch andere Optionen, zum Beispiel, wo ich jetzt trainiere und so weiter, bei Garage Combat in Wien. Mhm. Die haben mich auch einen Titelkampf versprochen. Ja. Beim Harry trainierst du, ne? Genau, ja. Ist auch ein cooler Typ, der Glatzkopf. der ist super, ja. Liebe Grüße, Harry. Und ja, der hat mich auch einen Titelkampf versprochen. Und das wäre auch geplant für Dezember. Das ist eigentlich mein Ziel Nummer 1, das ist, diesen Kampf zu machen. Mhm. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das mit Markus was wird oder ob es nur Rederei ist oder was auch immer. Aber das muss man am Tisch setzen und dann alles besprechen. Wie und das wäre was. Und wann wird es dann eben zu? Ich glaube, mit Nada ist auch hübsch vorbei, ne? Ja, ja. Kommt auch nicht mehr viel. Na, der hat auch sein letztens durch schwer K.O. verloren. Ja. Und ja, also von meiner Sicht her sieht es so aus, dass er nicht so gut mehr einstecken kann. Mhm. Es kann auch sein, dass ich da falsch liege, keine Ahnung, aber. Technisch ist er auf sehr hohem Niveau, ne? Ja, er ist gut und er ist schnell. Der Punch ist nicht da. Der Punch fehlt, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch nicht der größte Puncher und so. Ja. Ich bin eigentlich ein Blader-Weltergewichter. Eigentlich. Okay. Also jetzt boxe ich Mittelgewicht und Supermittel, kann beides kämpfen. Okay. Aber dadurch habe ich eben mehr Kraft gekriegt. Bis 70 Kilo kämpfst du nochmal? 72 oder 76 kann ich kämpfen. Okay. Und früher habe ich 66 geboxt. Unglaublich. Und bei 66 war ich stark. Und jetzt bin ich aber weniger stark, weil die Gegner auch stärker werden. Na, ist ja, klar. Logisch, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass wir gut zueinander stehen werden. Mhm. Beide nicht top stark, also von Punch her. Ich glaube, es wird ein Kampf auf einem sehr hohen technischen Level. Ja, ja. Und der wird vermutlich der Distanz gehen. Ja. Und wenn nicht, dann bin ich der Gewinner vorseitig. So Gott will, wird es passieren und du knockst den direkt aus. Nein, ich bin kein Fan von Trash Talk und so, aber ich muss auch mit glauben. Ist ja so. Ich wollte gerade sagen, das hat ja nichts mit Trash Talk zu tun. Das ist jetzt nicht abwertend ihm gegenüber. Du zollst ihm ja trotzdem Respekt. Er ist ein sehr guter Kämpfer. Ich habe den viele, viele Jahre verfolgt, wie er auch bei Sauerland war. Ja, da war ich auch selber. Und ich weiß nicht, ob wir eigentlich gleichzeitig dort waren. Keine Ahnung, ich war 5 Jahre bei denen auch. Okay. Ja. Na, das will was heißen, ne? Ja, voll. Da kommt auch nicht jeder Heinzelmann hin. Na, damals war es schwieriger, Profi zu werden als heute. Heute zahlst du selber dafür. Ja, oder du bist Influencer. Genau. Und früher bist du geholt worden. Ja. Da kriegst du Geld, um den Profivertrag zu unterschreiben. Ja. So war es damals. Und da musst du schön als guter Amateur sein. Heutzutage musst du nicht mal einen Amateurkampf haben, dass du Profi werden kannst. Ja, siehst du. Ja, so das finde ich irgendwie schräg. Ja, es geht doch nur noch ums Geld. Ja, ja, sicher. Es geht nur ums Geld. Damals auch ums Geld, aber da musst du auch eine Leistung bringen. Ja. Und das kann ein Kämpfer ohne Amateurkämpfe nicht von Anfang an. Ja. Damals sollte das eine gewisse Erfahrung auch dabei sein. Ja, genau. Also gehen wir mal davon aus, du kämpfst jetzt gegen den Nader, haust ihn um. Ich hoffe eigentlich, dass ich boxe bei der Garage Combat den Titelkampf, weil ich wollte unbedingt meine Karriere beenden mit einem Titelkampf.
So, das wäre eigentlich mein Ziel. Aber wenn der Nader plötzlich was anderes will, ja, auch mit Titelkampf, dann muss ich auch mit Harry reden, weil er muss auch was davon haben und mit allem Respekt und so. Ja, natürlich. Also, da müssen wir auch als Team was davon profitieren. Ja, also völlig egal. Heuer wirst du noch kämpfen. Auf alle Fälle, ja. Halt uns auf dem Laufenden. Auf alle Fälle, ja. Also verletzungsfrei oder ja, um Gottes Willen. Also ich hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Und ja, das muss auch harmonieren mit dem Privatleben und so weiter. Also das muss auch mit Frau und unsere Pläne und so weiter, ja, muss es auch alles passen. Weil jetzt hast du ja ein gemeinsames Leben. Früher warst du viel mehr auf dich alleine gestellt und so weiter. Mhm. Da war es egal, da wolltest du nur selber zur Spitze kommen. Ja. Aber jetzt musst du auch auf das Leben nach dem Boxen denken. Ja, genau. Und wenn du da noch immer weiterhin alles wegschmeißt von dir, dann stehst du plötzlich ohne. Also, ja, dann stehst du alleine. Stehst du alleine, ja. Und hast das wollen du Kinder wir ja auch? Wir haben keine Kinder, aber wir planen schon. Okay, okay. Und daher muss das auch alles passen, weißt du. Wenn sie irgendwann mal schwanger wird oder was auch immer, dann muss ich auch da sein. Ja, genau. Und das, gesund vor allem. Ne? Genau, und das bringt nichts, wenn ich dann Stress reinbringe in der Beziehung und so weiter, dass es ihr gut geht. Es geht sie nicht gut, wenn ich dann nur Stress reinbringe und wenn ich kämpfen muss, sie ist nervös für mich, wenn ich kämpfe und so weiter. Und das kann nie gut sein. Ja, ja. So, daher muss alles passen. Ja, genau. Aber ja, mal schauen, wie alles sich entwickelt und dann... Sehr gut. Wird auf alle Fälle interessant. Wir bleiben am Ball. Natürlich. Und bei deinem nächsten Kampf werden wir dabei sein. Dankeschön. Ja. Hast du auch so eine ähnliche Geschichte erlebt wie der Mover? Wie der Mover? Nein, nicht ganz. Aber ich sollte wirklich ein Buch schreiben, wenn ich fertig bin mit dem Boxen. Da werde ich schon ein Buch schreiben, glaube ich sogar. Ich habe so viele kleine Geschichten von, wo ich ganz jung war und von zu Hause auch verprügelt worden, zu Hause, wenn ich verliere und so weiter. Aber du bist so richtig gefördert worden, sagen wir es einmal so, ne? Zu Hause. Mit 10, ich wollte eigentlich Fußballer sein. Okay. Oder werden. Ich wollte für Real Madrid spielen, glaube ich sogar. Oder Manchester United damals. Mhm. Aber nein, ich bin in Seilquadrat eingespissen und verprügelt worden ohne Ende. Okay. Und den Tag danach sagte mein Papa eigentlich, dass das war's. Aber ich wollte irgendwie auch seine Liebe haben. Und ich frage dann so, wann gehen wir wieder heute trainieren? Ja. Und er sagt, heute gibt es keinen Fußball. Ich sage, ich rede nicht von Fußball. Entschuldigung. Gesundheit. Ich rede nicht von Fußball, ich rede von Boxen. Und er schaut mich an und sagt, du bist ja gestern verprügelt worden, hat Blut überall gehabt. Willst du wieder kämpfen? Und ich sage, ja, wenn du das willst, dann will ich das auch. Mhm. Und das war schön da. Ja. Irgendwie, ja. Du wolltest auch so ein bisschen den Papa zufrieden machen. Ja, Sieger. Ja. Mein Großbruder zum Beispiel, der war auch ein großer Kampfsportler, war Dritter bei der Olympik und so, in Judo. Ach so. Ja, also das war so eine Kämpferfamilie irgendwie und ich wollte unbedingt das Gleiche irgendwie erreichen. Aber so viel habe ich nicht erreicht wie mein Großbruder, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber das soll ja auch, man soll zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat, sagt ja, so man. Ist wie schaut es eigentlich aus? Siehst du irgendwann auch einmal in Erwägung, Bärnackel zu machen oder ist das was, wo du sagst, nein, da bin ich raus. Mit was nochmal? Bärnackel, ohne Handschuhe. Also Bärnackel. Na, das ist so schädlich für den Kopf, glaube ich. Das, wie gesagt, ich sehe schon meine Karriereende. Und wieso soll ich denn sowas machen? Weil wenn ich meine Karriereende sehe, dann ist das, weil mein Körper nicht mehr kann. Und dann noch sowas machen, das ist noch Ärger, glaube ich. Ich habe eh schon früher über MMA Gedanken gemacht. Ja. Und ich habe auch Angebote gehabt, ob ich könnte kämpfen gegen MMA-Kämpfer und so. Ja. Auch für gutes Geld. Aber ich wollte auch immer im Vertrag haben, gut, wenn ich kämpfe gegen denen in MMA, muss ich gegen mich im Boxen kämpfen. Aha. Da haben sie gesagt, nein. Sicher. Also logisch. Ja, eben. Die wollte über mich gewinnen, weil ich einen Namen hätte. Mhm. Aber die wollte dann nicht verlieren gegen mich. Mhm. Was die dann getan hätte, wenn die im Boxen gegen mich gekämpft hat. Ja, logisch. Ja. Gut, dass du da warst. Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Ja. Ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt. Ja, sicher, auf alle Fälle. War sehr, sehr lehrreich für mich. Danke. Ja, wieso soll ich anders sein? Ja. Als Kämpfer ist man doch zu ähnlich. Wir haben zu viele Gemeinsamkeiten. Ja? Ja. Das ist auch mein Eindruck, ja. Ja, wirklich. Auch diese psychische Sache.
Schön, dass du da warst. Danke. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder bei dem nächsten Kampf. Freut mich. Passt. Tschüss. Danke. Dankeschön. Stabil. Alhamdulillah.